kenne ich noch aus dem ersten Teil, dass man an so Wasserfässern sein Leben auffüllen konnte. So, jetzt haben wir wieder Proviant bekommen. Thronfisch, den ich wieder zu Proviant machen kann. Das ist wieder Goldklee. Hier irgendwo muss doch etwas sein. Hier irgendwo muss die Kiste sein. Da ist ein Kreuz. Er hätte es auch nicht größer verstecken Ich können. brauche eine Spur. Wow. Holy shit. Erschreck mich doch nicht so. Scheiß Sandteufel. Nein, geh auf die Sandteufel. Geh auf die. Drehst dich zu schnell. Wird mir ja schwindelig. Stirb, Sandteufel. Und du. Auch. So. Einer ist down. Stirb doch. Drauf. Hör auf. Hör auf. Ich fick deine Mutter. So. So. Okay, eine Leuchtkugel. Und drei Leuchtkugeln bekommen. Jetzt brauche ich erstmal wieder ein bisschen Proviant. So. Wieder voll. Spinnvoll. Okay, jetzt brauche ich eine Schaufel. Das hätte ich ja warten sollen. Wow. Noch mehr Sandteufel. Hört auf. Geht weg. Oh, das war ein schöner Treffer. So, der Sandteufel ist tot. Der hier auch gleich. Komm schon. Stirb. So. Slow Motion. Ich pfeife mir mal eine Pflanze rein. Sandteufel, die Leuchtkugel nehmen wir mit. Von dem auch. Muschel holen wir uns. Da ist eine Makibeere. Und ich habe wieder eine Muschel Hier gibt's bekommen. Nichts zu holen. Muschel, Muschel. Nichts zu holen. Wieder nix. Nein. Leider nicht. Ist da oben vielleicht noch irgendwas? Irgendetwas Besonderes. Spielstand wurde erstellt. Oha, da ist der Jaguar. Geh weg. Ich möchte ihm nicht nochmal begegnen. Aber ich habe ihn ja schon mal down gekriegt, aber es war halt eben mit Patty. Ich weiß nicht, wie ich mich schlag, wenn ich allein bin. So. Auf ins Piratennest, eine Schaufel holen. Mal sehen, wo ich sie kaufen kann. Hi Foster, was geht? Tag, Docs. Schön am Wasser tragen. Finde ich super. Ihr tut euren Dienst für die Allgemeinheit. Wo kann ich denn jetzt nochmal Sachen kaufen? Ach ja, oben. Der hat alles Mögliche. Oh, jetzt kann man die Flagge von Stahlbad richtig gut sehen. Ah. Ist jetzt nicht das, was ich erwartet habe. Aber naja, geht. Zeig mir deine Ware. Zeig mir mal deine Ware. Hast du zufällig eine Schaufel? Ja, er hat sogar sechs Schaufeln. Ich brauche aber nur eine. Gut. Die Schaufel haben wir auch. Können wir jetzt so Brian Schatz ausgraben? Boah, ist das hier ein Herumgerenne. Auf geht's, holen wir uns den Schatz. Mal sehen, was da drin ist. Ich bin schon gespannt. Ich brauche richtig viel Gold. Ich hoffe doch mal richtig viel Gold. Denn dann kann ich mir endlich Tricks beibringen lassen, um ein bisschen den Kampf besser zu machen. Um meine Kampftechnik zu verfeinern. So, ich brauche hier nicht viel. Ich habe
Über 800 Grad. Es läuft doch einigermaßen mit dem Gold. Dann gehen wir zu dem Kreuz. Nur ein Pirat kann so blöd sein und wirklich seinen Schatz hier mit einem Kreuz kennzeichnen. Schatz heben. Questerfolg. Der Schatz von O'Brien. Schatzsucher. 10 Punkte. Eine Truhe. Was ist darin? Ein Smaragd. 800 Gold. Goldpokal und eine Schale. Alles nehmen. Wow. Wie viel Gold habe ich denn jetzt? 1605. Das ist doch mal eine stattliche Summe. Kann ich natürlich noch ein paar Sachen verkaufen. Ich könnte mir auch ein paar neue Kugeln kaufen. Das wäre keine schlechte Idee. 8 Kugeln sind ein bisschen wenig. Auf geht's zurück. Den Schatz von O'Brien haben wir gehoben. Und ich hoffe, dass jetzt Stahlbart mächtig beeindruckt ist von uns. Sollte er sein. Ich habe genügend für ihn gemacht. Wenn er mich jetzt nicht aufs Schiff lässt. Dann weiß ich auch nicht, was mit ihm schief läuft. So, holen wir uns jetzt noch ein paar Kugeln. Hat er überhaupt Kugeln im Sortiment? Hoffe ich doch. Zeig mir deine Ware. Flanagan hat doch alles. Nein, hat er nicht. Er hat eine Spitzhacke und eine Knochensäge. Es wäre vielleicht nicht schlecht, die zu holen. Ich kann natürlich jetzt hier auch meine Sachen verkaufen. Und zwar die 5 Leuchtkugeln. Das mag sehr selten und sehr wertvoll. Soll ich die behalten oder verkaufen? Ich verkaufe sie. Brauche ich nicht. Für Bloody Mary brauche ich Blutwurzel und Zucker. Okay, ich habe 1680 Gold. Zeig mir ein paar von deinen Tricks. Hat er ein paar schmutzige Tricks? Kleines Äffchen, Papageien. Ja, brauche ich nicht unbedingt. Ich weiß schon ganz genau, wo ich hin möchte. Und woran ich mein Gold anlegen möchte. Und zwar vorne an dem Kämpfer am Tor. Runter da. So. Wie viel Ruhm habe ich denn gerade? 644. Kosten 300, 3000, 2000, 2000. Ist klar. So. Auf geht's zu unserem Freund, der uns auch gegen Mix und den Versunkenen geholfen hat. Und zwar zu. Zeig mir ein paar Tricks. Zeig mal ein paar Tricks. Was willst du denn wissen? Zeig mir mal einen ordentlichen Tritt. 500 Gold. Okay. Du hast bestimmt schon oft jemanden in den Hintern getreten. Aber das, was ich dir zeige, ist was anderes. Ich rede von einem echten Tritt. Das ist ein Angriff, genau wie mit deinem Säbel oder Gewehr. Wenn du einen Kerl vor dir hast, kannst du ihn von dir wegtreten. Das bringt dir Zeit und ist nützlich, wenn du es mit vielen Gegnern zu tun hast. Gepanzerte Viecher sind noch was anderes. Die kannst du mit einem Tritt zu Boden werfen und dann abmurksen. Das klappt aber nur, wenn du sie im richtigen Moment triffst. Warte, bis sie sich aufrichten. Ich werd's versuchen. Okay, gelernt Tritt. Schnittverletzung wegstecken. Wartet mal. Ich habe jetzt den Tritt. Ich habe den Tritt erlernt. Wo ist jetzt der Tritt?
Sollte irgendwie bei Härte sein. Fähigkeiten, Härte, Fähigkeiten, Tritt. Ermöglicht dir, einen Gegner auf Distanz zu halten. Manche Gegner können mit einem Tritt zu Boden geworfen werden. Du hast diese Fähigkeit bereits erlernt. Okay, kann ich die jetzt irgendwie anlegen? Oder macht er das automatisch? Okay, sieht so aus, dass er das automatisch machen kann. Kämpfen so, wir gegen dann kämpfen Krabben. Wir mal gegen die Krabben mit dann zeig Blick. Mal, was du kannst. Wenn du mehr Krabben erledigst als ich, dann hast du es wirklich drauf. Und da kommen sie auch schon. Los geht's. Ja, habe ich es drauf. Oh mein Gott, das sind natürlich die großen Krabben. Die Riesenkrabben. Was denn sonst? Jetzt lauf nicht im Kreis. Komm schon. Komm, Krabbe. Eine Riesenkrabbe hat Blake schon gekillt. Ich hau jetzt gerade hier irgendwie gerade nur drauf. Ah, Leertaste treten. Okay, gut. Das kann ich also, wenn ich Block treten. Das ist schön. Gut zu wissen. Bisschen Blutregeneration. Komm her, Krabbe. Oh mein Gott, haut die drauf. Lasst mich in Frieden. Oh, Riesenkrabbe 3 und 4 sind tot. Stirb, Riesenkrabbe. So. Krabbenklatschen mit Blake. Questerfolg. Okay. Keine mehr übrig. Eine Muschel. Schätze, das war's fürs Erste. Hoffe ich doch. Ich krieg hier ein paar Muscheln von den Riesenkrabben. Nichts zu holen. Die Muscheln sind nichts. Da. Vier der Muscheln. Eine Perle. Gut, das freut mich. Die habe ich noch nicht ausgenommen. Hier gibt's nichts zu holen. Na, eine Perle. Naja, reicht fürs Erste. So, Blake, es sind keine Krabben mehr übrig. Waren ja auch genug. Aber du musst zugeben, beim Krabbenklatschen bin ich unschlagbar. Mach dir nichts draus. Immerhin kämpfst du mit dem Besten. Trotzdem, der Alte wird sich freuen, dass die Viecher platt sind. Gut gemacht. Was machen wir mit der Beute? Die kannst du behalten. Bei Flanagan kannst du das Zeug zu Gold machen. Ich lege auch noch was drauf. Dann reicht's für ein paar neue Stiefel. Okay, 50 Gold erhalten. Das werde ich dann gleich mal machen. Das ein bisschen anlegen. Die Perle, die ich bekommen habe, und die 50 Gold sollten für neue Stiefel reichen, hat er gesagt. Das werde ich jetzt auch in Stiefel investieren. Den kann man ja gebrauchen. Und ich kann jetzt endlich treten. Jawohl, finde ich gut. Ich habe noch über 1100 Gold übrig. Die reden auch immer dasselbe, wenn ich dran vorbeilaufe. So, auf zu Flanagan. So. Da drüben ist Flanagan. Zeig mir deine Ware. So. Verkaufen. Die Zeig Perle. Mir deine Ware. Ja. Verdammt. Ich sollte nicht rechts klicken, sondern links. Perle. 1280 habe ich jetzt. Alte Halbstiefel. Ich habe hier nichts ausgerüstet zurzeit. Alte Schuhe. Klingenfest 2. Kugelsicher 0. Silberzunge plus 2. Und hier Klingenfest 5. 125. Schädelohrring.
Einschüchtern plus 5. Funkelnder Goldohrring, Silberzunge plus 5. Ich könnte mir eigentlich hier so Stiefel kaufen. Eine Hose, die habe ich ja schon, die bunte Hose. Ein Streifenhemd. Nee, ein Passhemd. Nein, meins ist bisher besser. Ein altes Kopftuch aus Stoff, es hat anscheinend schon so manchen Sturm hinter sich. 100 Gold kosten. Ich nehme mal das gestreifte Kopftuch und den Schädelohrring nehme ich auch mit. Passt. Legen wir die Sachen an. Ausrüstung. Körper habe ich nichts Neues. Füße. Die alten Halbstiefel. Ohrring, den Schädelohrring. Und der Kopf, das gestreifte Kopftuch. Ha, ich bin jetzt ein richtiger Pirat. Ahoi, ihr Landratten. So. Gut, dann haben wir das jetzt auch. Und dann wollen wir jetzt mal zu Stahlbad gehen. Mal sehen. Er sollte uns jetzt akzeptieren und mit uns auf Fahrt gehen können. Oder wir sollten mit ihm auf Fahrt gehen können. Ja, Stahlbart, ich möchte mit dir reden. Ich habe noch was, was ich bezahlen könnte. Ich habe ein paar Krabben erschlagen. Du redest nicht von den Kleinen, oder? Ein Hieb ihrer Zangen könnte einen Mast zerbersten, wie einen dürren Ast. Bist nicht auf den Mund gefallen. Jetzt mal im Ernst. Das war schon ganz ordentlich. Aber das wird nicht dein letzter Kampf gegen diese Ungeheuer gewesen sein, wenn du mit mir segeln willst. Wartet mal kurz. Ich rede als erstes nochmal mit Boos.